In diesem sehr aufwendig aussehenden Beispiel haben wir es mit einem Punktteilchen zu tun, das sich auf einer elliptischen, schraubenförmigen Bahn bewegt. Zum Zeitpunkt t ist gleich t1 sind die sogenannten Koordinaten Richtungswinkel Alpha, Beta und Gamma zu bestimmen. Also wir wenden ganz einfach nur das an, was in der vorherigen Folie gestanden ist. Wir haben ja die Lage als Funktion dieser ganzen Winkel da gegeben. Und wenn wir die ableiten, kriegen wir die Geschwindigkeit. Und wenn wir die Geschwindigkeit ableiten, kriegt man die Beschleunigung. Mehr. Also es ist wieder quasi sowas wie das analytische Prinzip von letzter Woche. Machen wir das vielleicht? Ich schreibe den Vektor R hier, den schreibe ich gar nicht ab, sondern ich unterstreiche nur. Der ist ja gegeben. Das heißt, wir können die Geschwindigkeit, den Geschwindigkeitsvektor in diesen jetzt einmal XYZ-Koordinaten, wie schaut das aus, wenn man es ableitet? Naja, gleich die inneren Ableitungen raus. Die inneren Ableitungen sind ja immer nur von diesem Faktor 0,1 da abhängig und von Groß T. Das Groß T kriegt man halt irgendwie raus, aber das Groß T setzen wir sofort ein. Das ist ja nur eine Sekunde, das liefert nur die richtige Einheit, nämlich einheitenlos in der Winkelfunktion, damit man es allgemein hinschreiben kann. Wenn man gleich sagt, da steht 0,1 eine Sekunde drinnen, dann ist es das Gleiche. Ja. Also lasse ich das gleich wegfallen und wenn wir die Ableitung durchführen, der Cosinus wird zum Minus Sinus und mit den 0,1 kriegen wir da einen Faktor von mir aus 2 Zehntel oder 0,2. Das ist nach wie vor die x-Richtung. Die x-Komponente ändert sich ja nicht. Und das Gleiche für die y-Richtung. Der Sinus wird zum Plus-Cosinus. Und die Z-Richtung ist einfach ein 2 EZ. Fertig. Die Zeit ist natürlich, im letzten ist die Zeit, in der Z-Komponente ist die Zeit jetzt verschwunden, es wird dann, fällt dann weg und in den anderen bleibt sie in der Winkelfunktion jeweils drinnen. Also einfach ableiten. Und das Gleiche noch einmal für die Beschleunigung. Machen wir es gleich so her, dann kriegen wir da die 0,02, noch einmal den Cosinus und dann auch hier ein minus 0,015 mit dem Sinus. Ja. Und das Z fällt natürlich weg. Und dann ist die Frage, was ist bei 8 Sekunden? Das steht gerade noch da oben. Bei T1 ist 8 Sekunden. Setzen wir halt ein. Ich setze es gleich fix fertig ein. Schauen nicht schön aus, hätte man vielleicht schöner machen können, die Zahlenwerte. Und 0,104 und Z ist 2. Und zwar Meter pro Sekunde alles natürlich, wenn Sie das in richtigen Einheiten einsetzen. Das Gleiche für die Beschleunigung und am Ende rechnen Sie einfach den binormalen Vektor aus. Das war ja die eigentliche Frage, wo man wieder schauen muss, wie ist das mit dem binormalen Vektor. Da müssen Sie nur das Kreuzprodukt ausführen und haben automatisch den binormalen Vektor, wenn der parallel dazu ist. Und die Frage ist, warum ist der parallel dazu? Aber die muss man an der Stelle noch nicht beantworten. Die Antwort ist ja vorweggenommen, er ist parallel, also kann man ausrechnen aus dem VP Kreuz AP, für P steht für das Teilchen, also V Kreuz A an der Stelle, wo das Teilchen liegt, ist einfach der binormalen Vektor oder die binormale. Und dann lassen Sie nämlich, und das überlasse ich dann der Musterlösung, dann lassen sich hier Winkel ausrechnen in Bezug auf die Bahn zu den jeweiligen Achsen. Also Sie kriegen einen Winkel zur X-Achse, Sie kriegen einen Winkel zur Y-Achse und zur Z-Achse in Abhängigkeit von der Stelle an der Bahn, wo es halt gerade sind. Und aus diesen Winkeln, und das ist der Anknüpfungspunkt vielleicht zu den Zylinderkoordinaten, aus diesen Winkeln kann man dann ganz leicht mit der Orthogonalmatrix in die Zylinderkoordinaten transformieren. Das ist eigentlich sozusagen hinten herum
das, was die Zylinderkoordinaten da zu suchen haben drinnen. Weil an der Stelle sieht man es ja nicht. Ja.